Das ist unser Strandhotel. Das haben wir für 2025 gebaut, damit die Ausländer, die hierher kommen, um die Kulturhauptstadt zu sehen, eine Unterkunft bekommen. Und jetzt zeigen wir euch einen Einblick. Also als erstes sieht man halt die Chemnitz, wo das Hotel genau gebaut, also rangebaut wurde. Und darüber geht eine Brücke, somit man an den Strand kommt, wo es für jeden zugänglich ist. Und da gibt es Liegen, Palmen, Bäume und auch ein kleines eine kleine Strandbude, wo man sich halt Essen und Trinken kaufen kann. Und dann gibt es einen kleinen Axolotl-Teich mit ein bisschen vielen Axolotln. Und dann geht es schon rein. In dem Hotel ist das, also die untere Etage, gibt es die Rezeption. Dann die zwei Hauskatzen, Flaggy und Mango. Und einen kleinen Bereich zum Ausruhen und Bücher lesen. Jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch, um in die Räume zu kommen. In dem ersten Zimmer gibt es ein Zweierbett für Ehepaare oder Singles, damit sie sich halt wohlfühlen. Und darüber gibt es einen kleinen Sitzbereich, wo man einen schönen Ausblick auf ja, den Zoo und Natur hat. Dann geht es in das zweite Zimmer. Das ist ein bisschen größer als das andere. Hier gibt es, es ist ein Familienzimmer. Hier gibt es ein Zweierbett und dann nochmal ein Zimmer für die kleinen Kinder. Und einen kleinen Sitzbereich und eine schöne Aussicht auf den Strand. Im dritten Zimmer ist das jetzt noch ein bisschen kleiner. Dort gibt es auch ein Zweibett. Und oben drüber noch eine Sitzmöglichkeit. Und wieder eine Aussicht, aber diesmal nicht auf den Strand, sondern auf den Kamaxkopf. Dann kommen wir auch schon zum letzten Zimmer. Das ist das größte von allen. Das sind vier, also ein Vierertisch. Dann ein Zweierbett mit Ausblick zum Strand. Und dann gibt es oben nochmal ein, also für die Kinder halt noch ein Zweierbett.